Ist mir dann unter? Keine Ahnung. Also Pfeil ist zumindest in die Richtung. Offensichtlich ja. Oh, der blendet, der blendet aber. Der blendet aber spät um. Oh, ein Flip nicht geschafft. Mich wundert, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Ja. Ich habe einen Checkpoint gekriegt, jetzt bin ich schon durch. Wie denn das? Sag mal, was klappt. Oh, aber den Sprung nicht geschafft. Aber der Vorteil. Sprung auch nicht. Aber der Vorteil ist ja, man kann ja an der Seite hochfahren, oder? Hoppen wir. Hier ist eine Treppe. Kommst du denn? Doch. Ich habe Zivilisten getötet. Ah. Ich komme ja, hier nicht hoch. Kann an der Seite hoch. Ne, du musst noch ein Stück weiter und dann durch den Tunnel. Nö, ich bin jetzt aber eben mal hier die Treppe hoch. Ach so. Ich komme jetzt noch nicht rum, weil ich gerade rückwärts stehe. Weil mit dem Auto da ist so ganz schwer, die Treppe hochzufahren. Oh, der sieht aus, das arme Auto. Aber es sind nur äußerliche Lackschäden. Auch so ein schwieriges Wort. Also der Streckenteil hier ist natürlich am Ende schweinegeil. Was heißt am Ende? Das wissen wir ja noch nicht, aber... Das hat mich aber ausgehoben, dich auch. Ja. Ich bin fast plötzlich auf der Frontstoßstange gefahren. Oh, die müssen dann über, habe ich das Gefühl. Das ist schon wieder so ein Flip. Nee. Schaffen wir nicht ganz. Du musst dich nach vorne lehnen. Ich bin drüben. Du musst, Scheiße. Du musst im Flug dich vor der Stoßstange nach unten machen. Komischerweise. Da fliegst du weiter. Ach du, so, jetzt bin ich aber auch weit drüber geflogen. Hier ist ja schon wieder so ein Flip. Also ein Sprung. Ach du Scheiße, aufs Stadiondach. Warum falle ich denn jetzt hier runter? Da ist doch dieses Stadion, wo man drum rumfährt, wenn man Richtung Flugplatz will. Da bin ich jetzt oben drauf. Das ist ja wie ein Highspeed-Rundkurs hier drinne. Halleluja. War kurzzeitig explodiert. Jetzt bin ich ins Ziel gefahren, sorry. Ich muss sehen, dass das Ziel ist. Du musst nur noch auf das Dach springen. Ja, genau. Jetzt innen reinfahren. Ja, und jetzt, das ist jetzt wie so eine Highspeed-Strecke hier im Oval. Eine Runde. Gib Gas, vielleicht schaffst du es noch. Naja, wird eher eng. Fahr zu. Ich war noch nie auf dem Dach, jetzt wisst ihr schon, wie das aussieht. Ah, nee. Warum drehst du? Da hinten war das Ziel. Naja, gut. Aber machbar, muss ich sagen. Ist machbar, ja. Kann ich die jetzt mir eigentlich speichern, wenn wir die jetzt gespielt haben? Warte mal, gleich mal gucken, was jetzt eingeblendet wird. Theoretisch, wenn du die markierst. Warte mal, was steht denn hier unten alles? Markieren. LB. Ja. LB drücken. Job markieren, jawohl. Muss man nur wissen, wie es geht. Wir können mal Lernkurve machen zwischendurch. Oder V-Wagen parken. Nehmen wir mal Lernkurve. Hab ich nämlich noch nicht. Oh. Wieder was gefunden, siehst du? Na ja, links unten, die hat ich auch noch nicht. Also manchmal da komisch, gell? Da blendet da gleich zwei ein.
Lernkurve. Das ist bestimmt, wenn du da nicht richtig triffst, fliegst du raus. Die ist zum Lernen. Wahrscheinlich. Coupés. Achso, es geht ja nicht zu verstellen. Nacht und regnerisch. Und keine eigenen Fahrzeuge. Im Mähne. Und kurz auf die Berge. Was denn du? Ah ja. Bin als Host völlig ungeeignet. Schakal. Oh, das muss man hier auch noch. Ach du Scheiße. Was ist denn ein Windsor? Das sieht doch aus wie ein Rolls-Royce Coupé. Ja. Es regnet. Ich hab das Ding mal genommen. Oh. War nicht Verkehr aus? Wisch nicht, hab ich nicht aufgepasst. Aber egal, sehr interessant. Scheiß Seifenbrühe hier. Ah, genau, Lärmkurve. Kommt unweigerlich ins Rutschen hier. Ich muss dem Auto ausweichen. Es ging ja wahrscheinlich auch Regen, ne? Regen, Verkehr. Oh, sorry. Haben sich jetzt unsere Spiegel verhakt. Was ist denn das hier überhaupt? Was? Ich habe ein BMW, wa? Das ist der verkappte 5er BMW, richtig. So ein verkackter 5er BMW. Uhr zu weit gefahren. Ich bin hängen geblieben an dem blöden Schild. Ziehen Sie sich. Oh, okay, ja. Ja, zu weit weggeflogen. Und noch nicht mal einen Checkpoint gekriegt. Hängen geblieben. Also, wenn so ein Ding ausschert, ist ganz schwer wieder einzufangen. Obwohl der Widerwarten eigentlich relativ gut fährt. Ich hab so ein Ding als getuntes in meiner Garage stehen. Was du fährst. Aha. 5 Euro. Dass das keine eigenen Autos drin waren. Den kannst du dir klauen. Den musst du nicht mal kaufen. Naja, so ein billig BMW. Den versichert doch keiner. Doch. Ach wie, noch eine Runde. Das ist extra so angelegt, eigentlich, um schnell zu sein, musst du durch den Gegenverkehr fahren. Naja. Damit du die Kurven im größeren Radius nehmen kannst. Schrei die Touch my ball. Naja, wenn sag mal, das kommt ja drauf an. Das war bestimmt eine Transe. Weil es war eine Frau, die da geschrien hat. You fucking piece. Wenn du hier Geisterfahrer spielst, da hörst du Schimpfworte. Oh, hier fährt ein R8.
Hier lernst du wirklich fahren. In der zweiten Runde, gell? Da weißt du die Kurven. Sauerei. Da bremst du schon rechtzeitig, dann driftest du um die Kurve. Wird immer besser. Aber das geht ja hier wirklich nur im Drift. Halleluja. Die Stelle, wo ich vorhin rausgeflogen bin. Aber die zweite Runde war definitiv besser. Ja. Oh, das hätte ich fast einen Frontalcrash gemacht. Und jetzt kommt ja einer aus der Seitenstraße rausgefahren. Keine Chance. Ja. Da stand genau vor mir quer. Ey, die ist echt gut zum Driften lernen. Ja, ja. Geschafft. Nacht und Regen ist auch ein bisschen blöd. Man sollte eigentlich vielleicht am Tag und Regen. Ja, ah, schaff's mal. Ah, die Wassertropfen, das ist immer geil irgendwie. Um ins Scheiße zu fahren gehen, aber die Ansicht ist geil. Ja. Was nochmal lecker Kaffee. Jetzt weggeschmissen. Ach, die Kippe. jetzt kannst du dir wieder was raussuchen. Wieso ich? Na, du hast doch Rennen rausgesucht. Außerdem bist du der Host. Der Horst. Der vom Adler. Stehe ich wieder mitten in der Pampa hier. Mensch, ich muss erstmal eben saufen hier auf der Bar hier hinten. Soll ich mal suchen gehen? Ja, mach mal. Jops, Jops spielen. Markierte Jops. Rennen. Bitch, Hammer schön. Dieses Wall, das ist ja. Das heißt Biatch und nicht Bitch. Ach komm, wir machen einfach mal nochmal. Ja. Machen einfach mal. Lass dir auch ein bisschen Vorsprung. Obwohl, das ist wieder so ein Ding, wo wir sowieso zig mal probieren müssen. Dann. Wo ist es denn nur? Wo ich das letzte Mal neu angefangen habe, da hatte ich wieder vergessen, den Chat auszustellen im Spiel. Oh. Aber wir waren ja Gott sei Dank in der Zeit in der geschlossenen Crew-Sitzung. Ja. Dr. Dragon Balls. Siehst du das Bild? Nur hin und her, ja. Müssen wir hoch. Warum steht denn da Land drin und nicht Luft drin? Ja. Das ist eine gute Frage. Ach, nur mit dem Verlierer. Ja. Das können wir nur verlieren. Das Ding. Oh, den kriege ich nirgendwo zu kaufen. Ah.
Echt? Nee, hab ich überall versucht im Internet. Also, den hat keiner. Ja, weißt du, was das wieder für ein Sonderling ist? Ja, wir stehen ja schon auf der Rampe. Ja, ich stehe aber kurioserweise so weit außen. Ach du Sch... Siehst du das Ding schon? Ja. Aua. Schön nicht runtergegangen. Soll ich da aus der Luft kommen? Da muss man bestimmt die Speeds nutzen, oder? Ja. Du musst dich ja drehen in der Luft. Aber egal, ich bin schon mal auf einer Ebene oben. Das habe ich vorhin genauso gemacht. Das wird wahrscheinlich gar nicht anders gehen. Aber ich habe gedacht, da ist ein Checkpoint. Ich bin ja wieder unten. Ja, nee, Checkpoint ist erst weiter oben. Das stimmt. Du musst doch in der Luft, du kannst dich doch drehen. Jetzt. Na komm, dreh dich wieder um. Ich habe gerespawnt, weil ich gedacht habe, da war der Checkpoint irgendwo. Ach du Scheiße, ist die Karre kaputt. Oh, weia, daneben. Hier ist ein Checkpoint. Ah, du musst zwei Ebenen hoch, dann geht's. Sorte. Aber machbar ist das wenigstens. Ja. Ah, hier ist gleich wieder ein Checkpoint. Guck an. Oh. Aber hier kriegst du nur ins Speed eingesammelt. Der reicht doch gar nicht. Doch, ich bin oben. Aber ich kann mich nicht drehen. Also mit einem Speed kommst du nicht hoch. Ja, das ist schwierig, ja. Du musst jetzt einen einsammeln, wieder zurückfahren. Warten, bis die Speeds respawnen. Damit ich einen drücken kann und dann noch einen einsammeln kann. Sonst wird das nichts. Aua. Viel kaputtes Blech. Jetzt. Na komm, dreh dich rum. Oh, hier liegt ein Spiegel von mir. Ach, Mensch. Hier ist Sünde. Danke, danke. Oh, hier waren Schraubenschlüssel. Ich bin wieder ganz. Ja, das ist ja das Glück manchmal. Jetzt runterspringen einfach oder was? Ja. Und möglichst halt nicht explodieren beim Aufkommen. Das ist wahrscheinlich das eigentliche Geheimnis in der Geschichte. Na gut, du musst ja nur gerade fliegen. Und dann wäre es wie im Austariert, dann geht das schon. Standen Raketen. Hast du noch eine Runde? Ja, es war kurioserweise wahrscheinlich gleich zu mir. Hm. Na, Große, geht's ins Bett? Schlaf gut. Komme ich hier nicht hoch? Ah, jetzt. Manche Löcher sind aber so eng. Scheiße, ich hab's nicht geschafft, mich gleich zu drehen, um gleich weiterzufahren. Schade. Eigentlich brauchst du doch nur nach links drücken, dann dreht er sich doch seitwärts.
sollte eigentlich, ja. Hat aber nicht gereicht. Gut. Checkpoint. Ist er ausgestiegen. Aus Versehen. Ja, es ist. Wenn du beim Restore halt nur kurz Y-Taste drückst, steigt er aus. Das ist wieder die Stelle, wo man zurückfahren muss. Ich habe keinerlei Stoßstange mehr am Auto. Meine Fresse. Mein Spiegel liegt immer noch hier. Aber kurioserweise kann man da relativ gut runterspringen, relativ kontrolliert. Da fliegt relativ ruhig. Bin ich sogar genau in dem Kanal gelandet. Was dieser Schrott natürlich hier soll, was sie dich hierher gebaut haben, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auf dem zweiten Sprung bin ich hängen geblieben, hast du ja gesehen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal rankomme. Oder hast du jetzt Runden gedreht? Oh. Was war denn jetzt? Bin hängen geblieben. An der Leitplanke. Jetzt komme ich wohl nicht hier hoch, oder was? Nee. Das ist mir vorhin passiert. Wenn du springst, musst du dich kurz nach vorne lehnen, dass die Schnauze runter geht. Da fließt noch ein Stück weiter. Oh, genau so habe ich das gedacht. Es geht irgendwie. Mit Schnauze runter. Aber es ist eigentlich überhaupt keine ergonomische Fluglage. Oh, Sau, fast 9000. Ah, so, das gibt gut Knete bei den Dingern.